Capcom Presents. Und seid gegrüßt, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play mit mir, DJKR87. Heute spielen wir in Schwarz-Weiß. Gargoyles Quest 2 The Demon Darkness. Oder wie es im japanischen Original heißen würde, Makaimura Gaiden The Demon Darkness. Ja, ihr seht, es ist Schwarz-Weiß, nicht in Farbe, wie es eigentlich von der NES-Version bekannt ist. Nein, ich spiele hier auch die Gameboy-Fassung. Jetzt fragen sich welche, es gibt doch gar keine Gameboy-Fassung. Doch, in Japan, ja. In Japan gibt's eine, wie ihr auch sehen könnt, und hat sogar im letzten Jahr jemand eine englische Fanübersetzung der Gameboy-Fassung gemacht. In dieser Gameboy-Fassung ist es sogar so, dass es einen zusätzlichen Dungeon gibt, den es in unserer NES-Fassung nicht gibt. Ja, diese Version hat man uns vorenthalten, weil man wahrscheinlich keine Lust hatte, extra nochmal die Übersetzung auf ein Gameboy-Modul zu klatschen. Wobei ich sagen würde, die Gameboy-Umsetzung wäre vielleicht sogar besser angekommen als die NES-Fassung. Weil auf dem Gameboy kam ja auch schon der erste Teil raus. Aber das ist so eine Marketinglogik, die man nicht verstehen muss. Das Spiel kam sogar im Jahre 93 raus, während das NES-Original wohl 92 rauskam. Ja, und der erste Teil erschien ja sogar noch ein paar Jahre vorher, also 1990. Also auch schon ein Urgestein, den ich wirklich sehr geliebt habe sogar. Ja, ich hoffe, dass auch Fans des ersten Teils diesen zweiten Teil auch sich ansehen werden. Ich hoffe auch, dass es viele unter euch gibt, die diesen Teil kennen, weil Teil 2 habe ich bisher noch nie durchgespielt. Ich habe ihn auch leider vorher noch nie besessen gehabt und so. Deswegen wollte ich das mit diesem Englisch-Patch hier nachholen. Ich muss auch dazu sagen, dass Gargoyles Quest 2 eigentlich auch schon ein Let's Play-Projekt war, was ich auch lange schon vorhatte zu Let's Playen. Also zumindest schon lange in Überlegung hatte. Dadurch, dass ich halt Teil 1 schon Let's Played hatte, vor Jahren ja auch schon später das Re-Let's Play. Ja, dann kam Demon's Crest und ja, irgendwie fehlt Teil 2 noch. Deswegen wurde es auch endlich mal Zeit und ja, dadurch, dass Busterflex mich ja auf die Gameboy-Fassung aufmerksam gemacht hat, Grüße an dich, falls du noch zuschauen solltest. Ja, dachte ich mir, dass ich die dann als Let's Play machen könnte. Weil, wie gesagt, Zusatz-Dungeon wäre doch interessant. Ich hoffe, dass ich ihn finde, sonst muss ich irgendwie auf eine Lösung zugreifen. Dass ich den irgendwie auch zeigen kann, wird für diejenigen, die die NES-Fassung kennen, vielleicht auch was Neues sein. Ja, ich würde sagen, das wird bestimmt ein sehr lustiges Abenteuer, weil, wie gesagt, ich habe es vorher noch nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet und wie schlimm es wird. Und ich denke mal, es wird genauso schwierig wie der erste Teil sein, manche Geheimnisse zu lüften. Aber ich denke mal, wir starten jetzt direkt das Spiel durch. Ich werde hier auf jeden Fall auch versuchen, möglichst viele Kreaturen anzusprechen und so. Aber ich denke mal, ich habe jetzt wirklich genug geredet. Starten wir einfach mal das Spiel. Natürlich gibt es ja auch wieder eine tolle Passwortfunktion, aber anders als beim ersten Teil haben die hier komplett auf Zahlen gesetzt. Ja, beim Gameboy-Teil, also beim ersten war es ja so, dass man sogar Buchstaben benutzen konnte. Jetzt ist es nur Zahlen. Versucht da mein Passwort zu knacken, ist unmöglich. Ach, egal. Lassen wir das, wir starten einfach das Spiel. Vor langer, langer Zeit erlebten. Nein. Bevor die Menschen lebten, gab es ein Monster namens Firebrand, der in der Stadt des Ghoul-Reiches Etruria lebte. Um ein wahrer Krieger zu werden, trainierte Firebrand selbst im Trainingscenter der Krieger. Jeden Tag. Aber eines Tages. Willkommen, Firebrand. Hier ist das Spectres Fingernagel. Du wirst die Ehre haben, das zu erhalten. Als wahrer Krieger. Es ist Zeit für dich, in Trainingscenter der Krieger zu gehen. Okay, wir dürfen jetzt also als Firebrand trainieren. Hier haben wir ihn sogar. In der NES-Version hätte er sogar seine Originalfarbe in Rot. Hier haben wir ihn jetzt in Schwarz-Weiß, weil Game Boy hatte ja keine Farbfunktion zu im Jahre 93. Super Game Boy war in dem Fall, glaube ich, auch noch nicht ganz draußen. Ich glaube, der kam erst 94 raus, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber in dem Fall ist es auch nicht so schlimm. Haben wir halt den Oldschool Firebrand. Und wir sprechen mal mit denen hier. Fremde wandern letzten Endes hier in der Nähe rum. Du musst ein wahrer Krieger werden, so früh wie möglich, Firebrand. Firebrand, sei sicher, dass du deine Mission vervollständigst. Enttäusche König Morok nicht. Die Geschichte wird ja wahrscheinlich so einige Jahre nach dem ersten Teil spielen, wo Firebrand dann ja quasi das Menschenreich beherrscht hat.
wir haben jetzt wieder, ja, die Aufgabe des Menschenreich zu befehligen. Und das ist auch mal cool. Wir können diese Figuren sogar einfach mal zur Seite schieben. Das war beim ersten Teil nicht möglich. Wenn wir sie einfach mal berühren, dann gehen die einfach mal zur Seite. Das ist cool. Muss ich jetzt sagen. Ich habe mich hier in diesen zwei Teilen auch schon mal ein bisschen umgesehen. Und ja, ich kenne schon ein bisschen den Anfang zumindest, bis man halt hier außerhalb der Stadt geht. Danach weiß ich wirklich nicht, was von Sachen geht, aber ich will jetzt mal mit dir sprechen. Wenn die Leute einmal diese Stadt verlassen, kommen sie nie wieder zurück. Ich frage mich, was mit ihnen passiert ist. Sie wurden von Arsa vernichtet. Ja, man muss auch dazu sagen, die Gargoyles Quest-Reihe ist ja quasi eine, ja, Side-Story-Reihe zur Ghouls and Ghosts, Ghosts and Goblins-Reihe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen oder nicht verwechselt. Das passiert mir nämlich öfter. Und in dem Fall ist es so, dass Capcom halt eine Side-Story-Reihe, ja, mit Firebrand gemacht hat. Was in dem Fall auch genial ist. Deswegen heißt es nämlich aber auch Makaimura Gain, weil in Japanisch heißt die Ghouls and Goblins-Reihe Makaimura. Firebrand. Wirst du aufgeben, ein Krieger zu werden? Verschwende nicht deine Zeit. Gib auf. Warum? Ich will aber der Krieger werden und die Welt hier retten. Dadurch, dass dieses Spiel hier allerdings auch wie als Wochenendprojekt geplant ist, werde ich das wieder als... Naja, ich hatte vor, als Stundenprojekt aufzunehmen, aber ich mache das so, dadurch, dass ich ja sowieso immer zwei Parts jeden Wochenendtag hochlade, dass ich das in einer halben Stunde dann sozusagen schon beende, die Partaufnahme, weil in dem Fall kommt es dann doch eher zu Asynchronisation, wenn ich doch zu lange aufnehme, weshalb ich bei Gameboy-Spielen das jetzt wohl so erstmal handhaben werde. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich werde 5 Vials für die Kraft des Mahlstroms tauschen. Nein, ich habe keine Vials. Bis bald. Okay, dann wollen wir uns hier nochmal auf die andere Seite umsehen. Ich muss hier sowieso erstmal in diese Stadt zurechtfinden. Können wir in diese Pötte schauen? Nö, da ist nichts. Was ich an dieser Spielreihe wirklich sehr klasse finde, dass sie hier so eine Mischung aus RPG und Jump'n'Run gemacht haben. Die haben mir wirklich auch wieder diese Jump'n'Run-Mechanik eingebaut und das finde ich echt genial. Das hätte ich wirklich öfter mal machen sollen. Naja, was soll's. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird auch irgendwie kein Remake oder sowas dieses Spiels kommen. Das würde ich mir auch mal wünschen. Zumindest vom ersten Teil würde mir reichen. Ich sehe ja oft Fremde hier rumhängen draußen. Wer in aller Welt sind sie? Sie sind die Nachfahren. Nein. Wir werden beide Fahrer bestimmt. Hier ist nichts in dem Pott. Schade, dass wir in den Pötten nichts finden können. Hier in der Wand auch nichts. Ich untersuche das Unmöglichste. Ich kenne ja schon durch den ersten Teil, dass da auch schon die verrücktesten Sachen zu untersuchen sind. Weil sonst lässt man sich die wichtigsten Sachen durch die Lappen gehen. Mit dir habe ich schon gesprochen. Ja, du siehst die Fremden genau. So, was habt ihr denn? Ihr Mumien? Nee, ihr seid Ghouls. Halt, Ghoul, bleib stehen. Das ist Etruria, wo König Morrok regiert. Firebrand, du bist noch ein Anfänger. Dir ist es nicht erlaubt, diese Stadt zu verlassen, bis du ein wahrer Krieger geworden bist. Okay, dann müssen wir also erst ein wahrer Krieger werden, bevor wir hier rausgehen können. Dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. Glaube ich. Ich meine, wie lange trainiert Firebrand jetzt eigentlich schon? Es wird ja nie genau erklärt, wie viele Jahre. Aber Jahre wahrscheinlich. Schade, dass Firebrand nicht rennen kann. Nee, wir müssen mit dieser Geschwindigkeit zurechtkommen, aber dadurch, dass die Weltkarte ja eigentlich hier nicht so schlimm ist, geht das ja eigentlich noch. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Moment. Nee, hier haben wir nichts mehr. Dann gehen wir jetzt auch mal auf die andere Seite. Und sprechen wir mit dir hier. Ich glaube, du bist ein Ghoul? Nee, Moment, halt. So viele mutige Krieger sind aus dieser Stadt gegangen. Sei der Nächste, Firebrand. Und warum? Was soll ich machen? Soll ich die Welt wieder zerstören? Es gibt ein Trainingscenter der Krieger in dieser Stadt. Das weiß ich auch. Es befindet sich sogar hier jetzt, in dieser letzten Hütte. Wo man wirklich erstmal langlaufen muss. So, da wir hier über diesen Tresen nicht sprechen können, weil Firebrand wohl zu klein ist für diesen Tresen, müssen wir ja mal drumherum gehen, um mit denen zu reden. Eine dumme Mechanik, aber was soll's. Hi, Firebrand! Du kannst ins Trainingscenter durch den Raum auf deiner Rechten gehen. Aber wir sprechen erstmal mit denen hier im Bett. Ich möchte wahrlich ein
echter Krieger werden. Das Training hier ist aber zu schwer für mich. Da kann ich leider auch nichts für. Die sagen, Argops Pot kann ausgetauscht werden für Spectres Fingernagel. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, diejenigen unter euch, die die NES-Fassung kennen, werden wohl merken, dass es hier das komplette englische Skript ist. Der Übersetzer hat auch quasi das komplette englische Skript benutzt, zumindest so, wie ich es erfahren habe. Du kannst ins Trainingscenter durch dieses Portal gehen. Bring den Pot von dort zurück. Okay, wenn das alles ist, was wir tun müssen, dann gehen wir mal rein. Und hier haben wir unsere Jump'n'Run-Passage. Wir können Firebrand jetzt von links nach rechts steuern und wir können springen, genauso wie fliegen. Fliegen allerdings nur für begrenzte Zeit. Wie ihr da rechts an diesem Balken sehen könnt, den W-Balken, der in dem Fall für Wing wie Flügel bedeutet. Wir haben natürlich das typische Pause-Menü vom ersten Gameboy-Teil. Sieht im Prinzip genauso aufgebaut aus. Man hat seine Waffen, die ich noch nicht wechseln kann, seine Angriffswaffen. Wir können sehen, wie viele Leben wir haben, 2 Stück. Seelen können wir hier diesmal sammeln, das sind keine Wilds mehr oder sie wurden übersetzt. Und es gibt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wofür das nochmal war. Ich glaube, es ist das Level. Genau, die Sprung-Level-Dings. Wie hoch wir springen können. Noch können wir nicht besonders hoch springen. Deswegen müssen wir auch trainieren, damit wir es können. Okay. Fallen wir auf diesen Baum. So, der Pot weiß ich sogar auch noch, wo der ist. Der befindet sich nämlich hier oben. So, und wir haben ihn. Aufgabe erfüllt. Ja, Training absolviert. Ich bin froh, dass du sicher zurückgekommen bist, Firebrand. Das schwarze Licht ist plötzlich aufgetaucht und... Beeil dich zum König! Beeil dich! Ein schwarzes Licht? Nein, was geht hier vor? Ich habe gedacht, alles wäre friedlich, ich könnte trainieren. Aber nein. Okay, jetzt startet das richtige Level. Ja, hier muss ich sagen... Ich kenne ihn nicht ganz so gut aus. Ich glaube, dieses Level habe ich dann... noch nicht zu Ende gespielt gehabt. Ich habe, wie gesagt, vor einiger Zeit mal angespielt. Das Lied aber auch schon ein paar Jahre zurück. So, und diesen Pot will ich haben. Aber ich habe echt nicht weit gespielt in diesem Spiel. So, diesen Pot habe ich. Ja, es sind die Seelenkrüge. Die werden jetzt hier also Seelenkrüge genannt. Moment, du bist Gegner. Du sahst mir schon gefährlich aus. Hier haben auf jeden Fall sehr viele neue Gegner, was ich schon sehr klasse finde. So, wegpusten mit unserem Buster-Angriff, wie der ja genannt wird eigentlich. Wenn sich das nicht verändert hat. Aua, ich bin weg. Ich habe nicht mehr viele Leben. Okay, Moment. Ich versuche auch mal so zu beseitigen. Diese Augenviecher machen mir Angst. Moment, da ist ein Pot. Da muss ich auch dran fliegen können. Ich hoffe ja wirklich, dass es einige gibt, die die NES-Fassung dieses Spiels kennen. Falls ich wirklich irgendwie Probleme habe, weiterzukommen, dass sie mir wirklich in dem Fall helfen können, falls ich sie nicht wirklich schon am Stück so weit aufnehme. Weil ich nehme das jetzt schon ein bisschen so weit voraus auf, bevor ich das überhaupt hochladen werde. Weil ich im Prinzip ein bisschen Videovorrat haben will, damit ich erstmal ein bisschen so wie, ja, Pause machen kann, sag ich mal. Okay. Machen wir hier diese Geister weg. Hier einfach mal meinen rumflattern zu müssen. Irgendwie schon lustig, dass wir jetzt wirklich zweidimensional durch diese Stadt wandern können. Anstelle jetzt wirklich hier einfach mal ganz normal durch die Welt wandern zu können. Okay, das ist ein bisschen fies, wie der Gegner aufgetaucht ist. Jetzt muss ich ja erstmal kurz gucken. Ich weiß nämlich nicht, wo ich sonst lande. Hier seht ihr schon, die sind starren fies platziert. Deswegen, da passe ich dann lieber auf. Okay, den muss ich anders machen. So. Hier muss man wirklich schon genauestens wissen, wie man hier fliegt und so. Wow, okay. Du, bist schon fies. Hier haben wir gar nichts. Nicht mal irgendwie Herzen zum Auffüllen oder sowas. Ich könnte nämlich meine Energie mal wieder auffüllen. So langsam. Mit dem Firebrand wieder wegsterben. Aber jetzt sehen wir auf jeden Fall, was diese Fremden alles für Wesen sind. Diese böse Wesen. So, schnell hoch, 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 hoch. Dass er dich ja nicht besonders schnell hochklettern kann, ist schon fies. Na gut. Was soll's, er ist ja auch nur ein Gargoyle. Wow. So, langsam. Ich habe Angst.
Nein, du sollst nicht hochgehen. So, was haben wir hier unten? Gefahr. Ein Geheimweg. Okay, ich habe mehr Energie gekriegt. Moment. Wie verhält sich das dann bitte? Dass man durch diesen Pot Energie kriegt? Das ist eigentlich, das wären jetzt diese Seelenkrüge. Aber gut, umso besser. Wenn jetzt sozusagen nochmal Gefahr kommt, genauso wie das, werde ich nicht so schnell wegsterben. Na gut, dass ich wirklich noch so die Tricks des ersten Teils kenne. Ah, weshalb diese Sprünge hier wirklich angenehm sind. Jetzt muss ich nur ein bisschen, wie ich dich da weglocke. Ja, genau das habe ich irgendwie erwartet. Kann ich diese Flamme zerstören? Okay, mit mehreren Angriffen. Ich glaube, es sind sogar die Flammen, die vom ersten Teil noch sind, nur sehen die hier wesentlich schicker aus. Dadurch, dass ich hier alles hier ein bisschen schöner gestalten konnte. So. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo ich... Ich habe hier echt ein bisschen Angst. Von manchen Gegnern hier definitiv. Ich brauche nur noch einen Treffer und ich bin schon wieder weg. Weil ich meine gesamte Energie verschwendet habe. Ich hoffe, das Spiel hat auch Checkpoints. Yay, ein Herz. Besser als gar nichts. Ja, toll. Wir hätten das jetzt besser abpassen sollen. Aber wir sind da. Nein, wir sind beim... Boss? Okay, wir sind gleich schon beim ersten Boss dieses Spiels. Aber die Musik ist geil. Die hat auf jeden Fall was. Und ich bin schon tot, weil ich zu nah an den Stacheln war. Wo starte ich? Okay, beim Boss. Okay, schauen wir mal, wie viel der aushält. Komm mal her. Spring rüber. Los, bitte, tu es. Nein, ah. Scheiße, ich habe vor seinem Feuerball ein bisschen Respekt. Okay, der kommt aber nicht weit. Wo ist er? Wow. Aber er kann weit springen. Scheiße. Mein Wasser fliegt auch nicht besonders weit, aber er trifft wenigstens von weitem. Okay, was machst du nun? Ah, verdammt. Bring mich doch nicht so aus dem Konzept. Ja, wir haben ihn schon. Aber ganz knapp.